wir stehen hier auf deiner Alm und ich frage mich, wie schaffst du es hier so erfolgreich zu trainieren? Ja, ich muss sagen, erfolgreich trainieren, ich habe die größte Outdoor, den größten Outdoor-Gym, was man sich nur vorstellen kann. Natürlicherweise muss ich sagen, ich habe auch hier die Möglichkeit, Gewichttraining mache ich auch hier, aber eben vor allem jetzt in dieser Zeit, wo ich viel Konditionstraining mache, sprich Laufen und Radfahren, ist hier natürlich mega und kann jeden Berg hinauflaufen, den ich mir nur vorstellen kann. Und eben, ja, es ist jetzt wichtig, dass ich viel Grundkonditionen mir aufbaue, für der zehre ich dann den ganzen Winter. Und eben natürlich, wie ihr seht, Heuarbeit ist auch viel zu leisten und deswegen bin ich den ganzen Tag aktiv. Was ist hier so deine liebste Laufstrecke in Südtirol? Meine liebste Laufstrecke, muss ich sagen, es ist hier in Vilnius, muss ich sagen, der Bergbauernweg eignet sich sehr, sehr gut zum Laufen. Er ist ziemlich übergängig und hat auch viele tolle Flachpassagen, aber eben ich laufe sehr, sehr gerne Trails und der Bergbauernweg ist fast alles nur ein Trail und das ist für mich perfekt, aber ich kann in meine, ist immer wenig los und wenig Leute und da ist für mich für meine Trainingsziele zu erreichen, ist natürlich perfekt und wenn ich Intervalltraining mache, dann laufe ich auf diesen Berg hier hinten oben, es ist da heißt der Dullen und ja, so am Abend ist das für mich auch sehr, sehr cool. Kann ich gleich verbinden mit etwas einem coolen Naturschauspiel. Oben ist der beste Sonnenuntergang, was man hier so sehen kann. Der Berg hat auch eine andere Bedeutung für dich, glaube ich, denn ein Vorbild von dir ist auch da rumgeklettert, schon als kleiner Junge. Ja, eben, muss sagen, jetzt schon viele Jahre ist der Reinhold Messner ist ein großes Vorbild von mir. Er hat auch, kommt hier aus Vilnius und hat auch nur mit seiner Passion eigentlich einen sehr, sehr großen Lebensweg gemacht. Für ihn war es halt das Bergsteigen und für mich war es der Leistungssport, der Snowboardfahren. Aber wir hatten auch unsere Gemeinsamkeit, wir haben einfach nur eine Leidenschaft für eine Sache zu tun und haben diese eigentlich sehr, sehr gut durchgezogen. Für ihn war es Bergsteigen, für mich war es Snowboardfahren und ja, das ist eine Gemeinsamkeit, die mich sehr mit ihm verbindet und deswegen muss ich sagen, ist er ein großes Vorbild, was er als noch neben seiner Aktivität und seiner Leidenschaft hinkriegt hat mit dem Museen und muss ich sagen, ist schon ein großes Vorbild, ja. So, jetzt müssen wir noch was besprechen, nämlich dein Alter. Also die meisten Leistungssportler hören in deinem Alter auf oder sind schon längst fertig. Du hast aber jetzt noch mal richtig was vor. Vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen. Na ja, ich bin jetzt, ich werde im September 41 Jahre alt und ich muss sagen, ich habe mir eigentlich noch, wichtig ist im Leben Ziele zu haben und deswegen möchte ich schauen, dass ich bis zur Olympiade 2026 komme und dann wäre ich von Italien der Erste, der was an zwei Olympiaden im gleichen Land teilgenommen hat. 2006 in Turin habe ich schon gemacht und ist ein großes Ziel, auf das ich darauf hinarbeiten möchte. Ja. Und jetzt sag uns noch, wie schafft man so fit zu bleiben? Drei Sachen, die dich auszeichnen. Drei Sachen, die ist ja sicher schon mal das gute Südtiroler Essen. Das stimmt, das ist sehr lecker, ja. Also Knödel. Ja, Knödel geht immer. Und ja, die Zielstrebigkeit. Zielstrebigkeit ist wichtig. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es schätzen, dass ich den Weg gefunden habe, der was für mich funktioniert. Schätze ich sehr und ich habe Spaß an der Arbeit, was ich machen kann. Und ja, und es einfach das Ziel setzen und das so gut wie möglich durchzuziehen. Ja, dann wünschen wir dir alles Gute. Ich habe hier wieder Heuschnupfen. Ich bin es gar nicht mehr gewohnt, in der Wiese zu stehen. Ja, vielen Dank. Danke, vielleicht noch als Abschluss, wenn du das dann geschafft haben solltest, was wir dir alle wünschen, was machst du denn dann da? Ja, ich möchte gerne meine Erfahrungen, was ich gesammelt habe, den jungen Athleten weiter mit auf ihren Weg geben. Die Erfahrung habe ich gemacht, habe auch sehr, sehr viele Fehler gemacht und die möchte ich den Jungen mit auf den Weg geben, dass sie sie so gut wie möglich besser machen und deswegen eben ja meine Erfahrungen den Jungen weitergeben und plus möchte ich noch in der Landwirtschaft diese ein bisschen intensivieren und dass ich mehr Zeit dafür habe, dann für die Landwirtschaft und für meine Biofleischproduktion. Super. Und ganz zum Abschluss, was war dein schönstes Lauferlebnis hier in Südtirol? Mein schönstes Lauferlebnis, muss ich sagen, ja, gemeinsam mit meiner Frau Elisabeth, was ich den Ultra Sky Race gemacht habe, von Bozen bis Sarentein, war eben für uns gemeinsam, weil wir das gemeinsam durchgestanden haben, war sehr, sehr cool und da muss ich sagen, jederzeit wieder gerne.
Thank you.